Harter Schnitt jetzt. Nächstes Jahr hat Österreich die EU-Ratspräsidentschaft. Wenn Sie denn in der Regierung sind, Kanzler, Vizekanzler, was auch immer, wie sieht Ihr Programm für die österreichische EU-Ratspräsidentschaft aus, Herr Strache? Das ist eine große, große Chance, diesen EU-Ratsvorsitz auch zu nützen, endlich in die notwendigen Reformschritte auch zu gehen. Und ich sage ganz bewusst, wenn wir die Vorschläge von Juncker, und das sind ja 5 Punkte vorgeschlagen worden, den 4. Punkt uns ansehen, so sind das die freiheitlichen Forderungen seit Jahren, nämlich endlich auch in der Europäischen Union eine Neugestaltung vorzunehmen, auch im Sinne einer Subsidiarität, wo auch die Rechte zum Teil an Nationalstaaten zurückgehen und die Europäische Union genau definiert, Bereiche Wirtschaftspolitik und andere, wo sie sozusagen die Verantwortung trägt und wo auch dann die Umsetzung auch wirklich stattzufinden also hat. Und da hat es ein großes Scheitern gegeben, wie Sie wissen. Die großen Aufgaben, hat man gesagt, muss immer die Union übernehmen, weil nur die kann große Aufgaben lösen. Und dann haben wir erlebt, die EU-Außengrenzsicherung, da wird ja heute noch eine Lösung glaubt, ist naiv. Ja. Und gleichzeitig auch im Bereich des Maastricht-Vertrags oder Lissabon, wo es viele Fehlentscheidungen gegeben hat, die man dann nicht einmal eingehalten hat im Bereich Stichwort der Schuldenunion. Sie würden darauf hinarbeiten, dass wieder mehr Entscheidungen aus Brüssel zu den Nationalstaaten zurückkommen. Und ich sage ganz bewusst, wenn wir in eine Regierungsverantwortung kommen sollten, würde für mich besonders wesentlich sein, auch unsere österreichische Neutralität viel stärker wieder zu betonen. Und ich glaube, dass das gut wäre, weil Bruno Kreisky hat das sehr gut gehandhabt und gelebt. Und ich glaube, dass das auch angenommen werden würde bei den Konflikten, die es in dieser Welt gibt. Gut, das ist jetzt keine EU-Frage, keine direkte EU-Frage. Das kann man ja machen als Politik sozusagen. Nein, aber das ist von Regierungsseite her besonders ernst zu nehmen, wenn das nicht gemacht wird. Herr Kern, das Programm für die Ratspräsidentschaft Österreichs. Also in aller Kürze bitte, wir haben nur mehr ein paar Minuten. Also ich stelle fest, was der Kollege Strache da macht, ist sozusagen Dinge behaupten, die er als Probleme beschreibt und dann keine Lösungen dafür anzubieten. Und ich sage Ihnen, bei allen Fragen unserer Zeit, egal ob das die Migration ist, die Sicherheitspolitik, bei Wahrung unserer Neutralität, ob das die Wirtschaftspolitik ist, wir werden mehr Europa brauchen, um unsere großen Fragen lösen zu können. Wir haben in Europa heute eine absolute Schieflage, weil Europa, und man muss auch Kritik als Pro-Europäer üben können, ein Europa der Märkte geworden ist und nicht der Menschen. Und das Problem ist, wir haben heute klare Defizitspielregeln, da gibt es Strafen, wenn jemand die Defizitspielregeln nicht einhält. Wir haben klare Ziele für die Inflation, aber wir haben keine Ziele zum Beispiel für die Arbeitslosigkeit. Die wird hingenommen. Wir haben auch keine Ziele für Investitionen, das ist wichtig, den zukünftigen Wohlstand zu sichern. Und bei der Steuerpolitik ist es auch so, da brauchen wir auch mehr Europa. Weil die Steuerschlupflöcher, die müssen wir schließen, damit die Großkonzerne nicht permanent auskommen. Also Vertiefung und nicht zurück wieder zu den... Es gibt eine Vielzahl von Stärkungsmöglichkeiten, aber bleiben Sie bei dem Beispiel Apple. Das werden wir nur gesamteuropäisch lösen können. Da findet eine Steuerverschiebung zu Lasten aller anderen Länder in Europa statt, in Richtung Irland zum Beispiel. Das machen andere auch. Das heißt, wir brauchen mehr Solidarität, mehr Kooperation. Heißt auch beim Steuersystem stärkere Harmonisierungen. Sozialunion auch. Und das Letzte, das ist Sozialunion, worüber ich da gerade rede. Und das Letzte ist bei der Migrationsfrage dieselbe Geschichte auch wieder. Wir werden diese große Frage nur lösen können, wenn wir uns stärker in Afrika engagieren, ein europäisches Asylsystem aufsetzen. Als Österreich wird uns das nicht gelingen. Da werden wir unsere Interessen nicht entsprechend vertreten können. Und deshalb brauchen wir eine aktive Politik und kein Nachtwächter-Europa, wo wir sagen, uns geht das alles nichts an, haltet uns das alles fern bei allen Problemen, die es gibt. Gut, das sind zwei klar unterschiedliche Konzepte, da eher die Stärkung und Vertiefung, da eher Subsidiarität wieder zurückbringen, die Dinge zu den Nationalstaaten.